Was denn? Ja, hallo zu einem neuen Digidodel packt aus. Es ist schon ein bisschen länger her, ja, aber was soll man auspacken, wenn man nicht jetzt gerade irgendwie seine Flasche Wein auspacken will oder sonst irgendwas. Ich habe hier von Micha Blockt ein Paket bekommen von Amazon. Ich habe keine Ahnung, er hat mir gesagt, es ist irgendwas zum Essen. Er sagt, es ist ein Fertigessen drin, das glaube ich jetzt bei diesem Paket nicht. Ja, und ich rauche übrigens seit 4 Monaten nicht mehr. Nicht, dass sich jemand wundert, der vielleicht schon mal ein Video von mir gesehen hat. Nein, ich rauche nicht mehr. Aber ich trinke noch. Aber das ist auch nur Wasser. Also es ist überhaupt nicht problematisch. Wir machen unser Messer auf. Wir packen jetzt mal aus. Ich bin sowas von aufgeregt. Was könnte das nur sein? Das ist wieder so komisch verpackt. Das ist wieder so komisch verpackt. Das kriegt ihr da nicht auf. Hallo. So, wir haben es jetzt ein bisschen aufbekommen. Der halbe Tisch ist abgerissen. Was ist das denn hier? Was haben wir denn da? Oha! Alter Schwede! Ich kann mir schon ahnen, was das ist. Bus. Ein Fertighersteller. Fertigessenhersteller. Und es ist ja alles okay. Achso, wir müssen weiter. Brauchen wir das Messer doch nochmal, weil hier ist nochmal Plastik! Rum. Das ist doch fantastisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal. Warum sieht das ja nicht immer so komische Größen? 10, 15, 20, aber 12 Mal? Was haben wir denn da? Cevacici. Cevacici. Cevacici, 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 Cevacici. Cevacici. 12 Mal Fertigessen von Bus. Cevacici. Und ich weiß, es ist geil. Ich brauche da überhaupt gar keinen Test zu machen. Ich habe das schon von Rewe gekauft und wo man das auch überall bekommen kann. Das soll keine Werbung sein. Es ist geil. Und ich bedanke mich bei Micha von Micha Blockt. Ne? Also eine größere Freude hätte es mir nicht machen können.